Funkgerät. Sie sind doch Experte für Funkgeräte, oder? Könnten Sie mir sagen, was das hier ist? Wer zum Teufel? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror 2 mit mir gegen Falke. Und jetzt mal wollen wir in den geheimen Keller. Oh je, je, was man da hier von hat, heilige Scheiße. Dann haben wir das erstmal, ja, Mrs. Byron, jetzt der Polizei ist auch. Jetzt wollen wir da drinnen kontrollieren. Und was war jetzt meine Aufgabe nochmal? Achso, zum Enderliner Zimmer hier. Okay, dann nehmen wir da mal hin. Ja. Verschwindet, ihr verdammten Viecher! Runter von meiner Veranda! Die Möwen scheinen die Veranda ebenso gerne zu haben wie der Hotelbesitzer. Aber bei diesem Wetter gerade nicht. Was sind da überhaupt Möwen? Sind die nicht am Tag nur? Wenn Sonnenschein ist, ha? Okay, in der Lena Zimmer. Wir waren ja schon mal da. Wo wollen Sie hin? Ich wollte ins Zimmer von Miss Morgan. Sie hat es mir erlaubt. Das mag sein, aber das Zimmer wurde von der Polizei gesperrt. Sie wissen doch, der Vorfall. Ich kann Sie dort nicht hinaufgehen lassen. Aber es ist sehr dringend. Auch das mag sein. Aber es ist eine polizeiliche Anordnung und ich komme in Teufels Küche, wenn ich mich nicht daran halte. Dies ist ein Familienhotel und ich bin darauf angewiesen, dass sich die Polizei diskret verhält. Tut mir leid. Dann sprechen wir mal. Entschuldigen Sie? Ja, bitte. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Was ist das denn? Möwen? Achso, boah, das sah gerade so komisch aus. Angelina. Wissen Sie, dass Miss Morgan verhaftet wurde? Darüber kann ich Ihnen nichts sagen. Sie wissen es also. Schauen Sie, Darren. Dies ist ein Familienhotel. Ich verstehe. Kann ich mich mal in Miss Morgans Zimmer umsehen? Auf gar keinen Fall. Auch nicht, wenn mir sonst gegenüber der Presse etwas herausrutschen könnte? Ich lasse mich nicht erpressen. Und außerdem, die Zeitung gehört meinem Schwager. Oh, schön für Sie. Mutter. Ich habe die Karte und die Blumen gesehen, die Sie meiner Mutter geschickt haben. Oh, das war doch selbstverständlich. Wie ich höre, geht es ihr noch nicht besser. In diesem Ort scheint nicht viel privat zu bleiben. Naja, meine Frau ist mit der Frau des Doktors befreundet. Man macht sich ja schließlich Sorgen. Lassen Sie es mich wissen, wenn es meiner Mutter besser geht. Wie bitte? Fremde. War dieser Typ von gestern noch mal hier? Sie meinen den, der nach Miss Morgan gefragt hat? Ja, ich habe ihn einmal durchs Fenster gesehen. Er ging in Richtung Stadt. Woher kam er? Das kann ich nicht genau sagen. Irgendwo vom Strand, würde ich sagen. Halten Sie bitte die Augen auf. Ich glaube, dass er in die Sache verstrickt ist. In den Mord? Natürlich. Er hat Miss Morgan verfolgt und ihr dann den Mord in die Schuhe geschoben. Was ist hier nur los? Was für Gestalten laufen heutzutage durch unser schönes Biddeford? Toter Fuller. Was glauben Sie, wer Fuller ermordet hat? Naja, die Polizei hat ja schon eine Verdächtige. Das ist doch Blödsinn. Sie war es nicht. Das hoffe ich auch. Und wenn doch, wird hoffentlich verschwiegen, wo sie gewohnt hat. Ach, das ist alles, worüber Sie sich Sorgen machen? Na, hören Sie mal. Das Wohlergehen meiner Familie hängt von diesem Hotel ab. Wissen Sie, was die Schule meiner Tochter in der Schweiz kostet? Da sitzt eine Unschuldige im Gefängnis. Das interessiert mich deutlich mehr als die Schulgebühren Ihrer Tochter. Verzeihen Sie, Sie haben recht. Aber wenn Miss Morgan unschuldig ist, wovon wir alle ausgehen möchten, dann wird die Wahrheit schon ans Licht kommen. Ich werde sie ans Licht zerren, koste es, was es wolle. Hä, wie soll denn vorher der Besitzer hier wissen, dass die einen Mord begehen soll? Das wird die doch denen nicht verraten. Und da wird gerne kommen, na, die haben eine Mörderin aufgenommen. Nee. Sie haben hier ein Möwenproblem?
So würde ich das nicht nennen. Sie gehören immerhin zur Küste. Es ist nur... Sie sollten hier wegbleiben. Auf dem Meer oder von mir aus auf den Felsen an der Küste sollten Sie sein. Aber nicht auf meiner Veranda. Sie haben die Scheu vor dem Menschen verloren. Es kommt immer wieder vor, dass Hotelgäste sie füttern, besonders mit Fischresten. Irgendwann fahren die Gäste weg und ich habe als Erinnerung hier ständig irgendwelche Möwen auf meiner Veranda. Sie zerrupfen mir die Kissen und... Ach, naja. Kacken ihn auf die Tische. Naja, so hätte ich es nicht gesagt, aber... Ja. Wetter. Das Wetter dürfte ihren Gästen gar nicht schmecken. Naja, viel ist sowieso gerade nicht los. Der Wetterumschwung war ja angekündigt. Und ehrlich gesagt bin ich momentan auch ganz froh darüber, dass nicht viele Gäste im Haus sind. Sie wissen schon, wegen der Angelegenheit. Polizei. Hat die Polizei Miss Morgans Zimmer versiegelt? Sie waren gleich heute Morgen da. Haben mich aus dem Bett geklingelt. Ich befürchtete schon, sie würden das ganze Zimmer auseinandernehmen, Fotos machen und Fingerabdrücke nehmen. Sie wissen schon, wie im Film. Aber das taten sie nicht. Der Inspektor sah sich im Zimmer um. Er hat sich einige Notizen gemacht und gesagt, dass nichts im Zimmer angefasst werden dürfe. Aber nach 10 Minuten war er wieder fort, ohne etwas mitgenommen zu haben. Kommen die nochmal wieder? Das weiß ich nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, als hätte der Inspektor etwas Bestimmtes gesucht. Er wollte sich wohl nur einmal umsehen. Also könnten sich im Zimmer durchaus noch Hinweise verstecken. Ich muss mich da umsehen. Und ich werde gründlicher sein als der Inspektor. Okay. Und ich weiß schon wie, wir haben noch Brotkrümelchen. Veranda. Da kommen da reingeflogen. Und die machen nur einen komischen Flug dahin. Und rein da. Jetzt den Schlüssel nehmen. Nummer 5. Das hätten wir. Der Schlüssel für Zimmer Nummer 5. Genau. Ein einfacher Schlüssel mit einem Holzanhänger, auf dem eine große 5 steht. Es ist der Schlüssel für Angelinas Zimmer. Ja, dann nehmen wir mal zu ihrem Zimmer. Und gucken uns hier mal um. Tischchen. Schöne Arbeit. In der ganzen Region gab es früher fähige Handwerker. Sie brachten Erfahrungen und Entwürfe aus Europa mit und versorgten von hier aus die Staaten. Mhm. Mein Geschmack ist das nicht. Und ich kann auch nichts entdecken, was mir weiterhelfen würde. Okay. Lampe. Was ist denn das? Was? Ich fasse es nicht. Ein Mikrofon. Ein Abhörgerät. Dieses Schwein hat Angelina verwanzt. Das Ding ist nicht verkabelt. Es muss einen kleinen Funksender haben. Aber so ein winziger Sender hat auch keine große Reichweite. Hm. Das hieße, irgendwo in diesem Raum müsste ein Verstärker oder ein stärkerer Sender zu finden sein. Den sollte ich unbedingt sicherstellen. Okay. Ein Mikrofon in einem kleinen Metallgehäuse. Ich kenne mich nicht damit aus, aber die Wanze sieht nicht aus, als wäre sie das Werk eines Hobbybastlers. Ich sehe allerdings keine Buchstaben oder Zahlen, keine Symbole. Nichts, was mir weiterhelfen könnte. Gibt's hier noch was? Oh, Gläser kann man doch mal angucken. Gestern Abend im Diner hat sie nur Alkoholfreies getrunken. Angelina kann mit Alk wohl so wenig anfangen wie ich. Kann man hier irgendwas... Nö. Das Bett kann man auch nicht anklicken.
Belüftung. Hm. Ein Abzugsschacht könnte ein gutes Versteck für ein Funkgerät sein. Das Loch führt vermutlich hoch bis zum Dach. Da wird er rumfummeln. Gucken wir mal nach. Da kommt er wirklich ran. Hab ich's doch gewusst. Ein Funkgerät. Die Wanze brauchte nur über ein paar Meter funken. Und dieses leistungsstärkere Gerät hat die Signale verstärkt und wer weiß wohin gesendet. Ansonsten ist da nichts mehr. Okay. Sieht wie ein normales Funkgerät aus. Aber ich habe davon nicht viel Ahnung. Ich könnte Eddie fragen, der kennt sich doch damit aus. Dann nehmen wir jetzt mal so Eddie. Das ist eine Postkarte von Biddeford. Sie ist ganz praktisch, um von einer Ecke zur anderen zu kommen. Ja, da wollte ich jetzt machen, oder muss man jetzt doch raussehen. Dann passiert da jetzt noch was. Wo kommen Sie her? Was fällt Ihnen ein? Sie können hier doch nicht einfach so durch die Zimmer laufen. Das hier ist ein diskretes Familienhotel. Wo ist der Schlüssel für Zimmer 5? Miss Morgans Zimmer, den haben Sie. Geben Sie ihn sofort her, wenn das die Polizei erfahren würde. Um Himmels Willen. Und jetzt raus! Lassen Sie sich hier nie wieder blicken! Wenn Sie... Raus! Mann, war der sauer. Egal. Ich habe alles, was ich wollte und ich muss wohl kaum nochmal ins Hotel. Du bist jetzt so nicht okay. Jetzt kommen wir schon rein. Genau. Jetzt hier mal so Eddie. Eddie, der kommt doch von da. Stimmt, der kommt ja von da hinten. Da ist ja das Hotel. Er sagt doch nicht mehr jeden Tag, hätte es egal. Da wäre noch was. Nicht herumstottern, was willst du? Fremde. Die Polizei sucht einen Mann namens Reginald Boris. Er hat sich gestern in einer Seitengasse neben Ihrem Laden versteckt. Haben Sie davon etwas mitbekommen? Wenn ich so einen Strolch bemerkt hätte, hätte er etwas zu hören bekommen. Das glaube ich. Funkgerät. Sie sind doch Experte für Funkgeräte, oder? Könnten Sie mir sagen, was das hier ist? Wer zum Teufel? Darren! Können Sie mir helfen oder nicht? Es ist wichtig. Hm. Das ist ein einfacher Funksender. Ziemlich billig. Schrott aus Asien. Ich habe das Ding in einem Lüftungsschacht im Hotelzimmer einer jungen Dame gefunden. Welche Reichweite hat denn so ein Teil? Nicht weit. Wenn es in einem Raum benutzt wird, ein paar Meilen bestenfalls. Und wo der Empfänger ist, kann man nicht herausfinden, oder? Das hilft mir alles nicht weiter, verdammt. Ich kenne eigentlich alle Funker in der Gegend hier. Und keiner von denen würde so ein Ding im Zimmer einer Dame verstecken. Aber? Aber ich habe gestern Abend einen seltsamen Morsespruch abgefangen. Langwelle, kurz nach 1800. Jemand Neues. Er hat etwas von einem Mädchen berichtet, das jetzt in Sicherheit wäre. Und er hat angekündigt, dass er sich heute um 1800 erneut melden würde. Das könnte Reginald Boris gewesen sein. Ein Ausländer? Ja. Und außerdem vielleicht der Mörder vom alten Fuller. Und jemand, der einer Unschuldigen den Mord in die Schuhe schieben will. Und du willst das verhindern? Vielleicht steckt doch ein Funkenanstand in hier. Können wir Reginald aufspüren, wenn er um 1800 wieder funkt? Natürlich. Mit Richtantennen. Ich habe eine hier. Eine zweite müssen wir bauen. Dann peilen wir den Genossen von zwei Punkten aus an und bang, haben wir ihn. Was brauchen Sie dazu? Lass mich überlegen. Ein Radio habe ich hier. Das können wir benutzen. Dann brauche ich noch ein Metallrohr. Kupferdraht, mindestens einen Meter. Und du brauchst Kopfhörer und einen Kompass, um genau peilen zu können. Bring mir die Sachen her und ich baue den Peilempfänger. Beeilung, es ist nicht mehr viel Zeit bis 1800. Wegen 1800
Das ist 6 Uhr abends, oder? Oh mein Gott. Wir haben deinen Eintrag. In der Lina-Zimmer durchsuchen. Was Regina? Wetchner's Boost anpeilen, wenn ich bis heute Abend die Teile für einen Peilempfänger besorgen kann, können wir Wetchner bei seinem Funkspruch heute Abend anpeilen. Ich soll besorgen einen Metallstange, einen Kupferdraht, Kopfhörer und einen Kompass. Ist das ja nicht schon Metallstange? Da ist doch schon. Ist das nicht Metallstange? Metallstange, okay, die haben wir schon. Kopfhörer. Aber der Kopfhörer weiß ich schon, wo das ist. Und Kompass auch noch. Komm ich hier? Na, hier komm ich ja nicht. Da muss ich so laufen. Die Kopfhörer lagen bei uns zu Hause. An dem Fernseher da. Zack. Ich leihe sie mir nur aus. Und hier war ein Kompass dran. Wenn wir uns das angeguckt haben. Also schön. Ich brauche den Kompass. Da kann ich keine Rücksicht auf das Fernrohr nehmen. Jo. Haben wir das Ding schon angeguckt? Meine Mutter und irgendein anderer Mann. Hinten steht Black Mirror Castle, Willow Creek, England. Oktober 1969. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr, von wann das erste Spiel gewesen war. Warte mal. Hier ist so eine schöne Laterne, die brauchen wir da nicht mehr. Da wird er was nehmen, weil wir haben ja schon eine Rotlichtlampe rausgenommen. Die ganze Lichterkette werde ich wohl nicht mitnehmen können. Aber vielleicht kann ich ein Teil rausschneiden. Rausschneiden, du. Also schön. Es geht nicht anders. Ich brauche das Kupferkabel. Da läuft doch keiner lang, oder was? So. Ein etwa 1 Meter langes, ummanteltes Kabel. Ummanteltes? Könnt ihr das auch noch damit abmachen? Ja. Ich schneide die Plastikummantelung ein und ziehe sie vorsichtig ab. Und schon habe ich einen schönen Kupferdraht. Genau. Zack. Moms Kopfhörer. Sie haben eine viel bessere Qualität als meine im Studentenwohnheim. Der abgebrochene Kompass vom Fernrohr meiner Mutter. Wollen wir hoffen, dass sie mich eines Tages dafür zur Schnecke macht. Den hast du abgebrochen, ach du Scheiße. Ein etwa 1 Meter langer Kupferdraht. Und das jetzt hier? Metallstange, Kupferdraht, Kopfhörer, Kompass. Haben wir doch alles. Und jetzt kommen wir wieder zu unseren... Eddie zurück. Hier sind alle Sachen für den Peilempfänger. Sehr gut, ich baue ihn gleich zusammen. Aber erstmal die Theorie. Du nimmst den Empfänger und gehst runter zur Küste, ungefähr zum Hotel. Dort schaltest du das Radio ein. Ich stelle dir alles ein, fummel da ja jetzt nicht dran rum. Dann drehst du die Antenne langsam und hörst, wo die Morse-Signale am lautesten sind. Schau dann auf den Kompass und schreib die Gradzahl auf. In Ordnung. Ich mache dasselbe hier mit meinem Empfänger. Dann tragen wir die Peilungen hier in dieser Karte ein. Dort, wo sich die Linien kreuzen, sitzt der Sender. Alles klar? Jawohl, Sir! Gut, jetzt lass mich mal machen. So, dann schauen wir mal. Oh, man muss so festhalten. Oh.
Geht das noch stärker? Ne, hier ist was zu wenig. Okay. Und? Hey. So. Hallo? Und wie kann man das jetzt hier, dass es richtig ist? Hallo? An der Stelle. Ja. Das jetzt. Hätten wir. Zurück zum Trödelladen. Und? Hast du eine Peilung? Jawohl, Sir. Peilung bei 73 Grad. Sehr gut. Meine Peilung ist 90 Grad. Los, zeichne die Peilungen ein. Mal sehen. Ihr Laden ist hier. Und Sie hatten eine Peilung von 90 Grad. Ich war ungefähr hier. Und meine Peilung war... Dieser verdammte... Natürlich! Was ist? Ein Boot! Dieser Hundesohn hat ein Boot! Deswegen kennt ihn hier niemand und die Polizei hat ihn nicht gefunden. Die Linien kreuzen sich einige hundert Meter vor der Küste. Etwa 2 Meilen in östlicher Richtung. Gute Arbeit. Du brauchst ein Boot. Ich habe bei einem der Hummerfischer noch einen gut. Du kannst seins benutzen. Und was soll ich damit? Rausfahren natürlich. Und mir mit Reginald Boris einen Kampf auf seinem Schiff liefern? Hast du die Nachricht nicht gehört? Er will heute Abend nochmal in die Stadt kommen und nach dir Ausschau halten. Das hat er gefunkt? Das, muss mir entgangen sein. Hm. Na los! Es gibt nicht viele Gelegenheiten, ein Held zu sein. Vor allem traue ich der Polizei nicht. Ich werde die Beweise für Angelinas Unschuld selber besorgen und dieses Mal wird alles hieb- und stichfest sein. Okay. Sag mal, ist ja noch ein Boot. Informationen über Reginald finden. Wer ist dieser Reginald? Was will er? Und wer hat ihn geschickt? Ich muss Antworten auf diese Fragen finden. Und das bevor er zurückkommt. Jo, wir sind auf das Schiff, aber leider ist die Folge schon wieder um. Hoffentlich hat es euch wieder gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, um mitzugucken, was auf dem Schiff hier alles gibt. Okay, Wiedersehen!